Hallo, ich bin Fabian Vogel. Ich springe seit 22 Jahren Trampolin und turne dieses Jahr bei den Olympischen Spielen für Deutschland. Zum Trampolin bin ich eigentlich tatsächlich durch einen Zeitungsartikel gekommen. Meine Eltern haben das in der Zeitung gesehen und gefragt, ob ich als kleiner Bub damals mit 7 Jahren das ausprobieren möchte. Dann bin ich tatsächlich relativ schnell dann in den Leistungsbereich gegangen. Das müsste so ungefähr mit 10, 11 gewesen sein. Mit 14 Jahren hatte ich dann den Traum, tatsächlich zu Olympia fahren zu wollen. Das hat natürlich dann noch eine Zeit lang gedauert. Man musste sich erstmal beweisen, auch im Jugendbereich und im Erwachsenenbereich. Ich bin 2016 hierher gewechselt, um mit dem Eisi zusammen zu trainieren, mit meinem jetzigen Trainer. 2014 habe ich schon in den Verein gewechselt, habe bei meinen Eltern dann mein Abitur gemacht und bin aber jedes Wochenende schon zum Training hierher gefahren, also eigentlich jetzt schon 10 Jahre tatsächlich. Also im Einzelwettbewerb ist die Schwierigkeit ein ganzes Stückchen höher als im Synchronwettkampf. Man hat im Einzelwettbewerb als Bewertung die Haltung, die Höhe, die Schwierigkeit und das Wandern auf dem Trampolin. Im Synchron fällt dann die Höhe weg und dafür kommt der Synchronitätwert rein. Man arbeitet halt nicht mehr alleine. Man ist als Team zusammen. Man gewinnt als Team, man verliert als Team. Da wird niemand dem anderen Vorwurf gemacht, es kann immer ein Fehler passieren. Aber ja, es macht beides für mich unglaublich viel Spaß. Ich bin mental sehr stark, also ich kann mich auf Drucksituationen sehr, sehr gut einlassen und darauf reagieren. Er ist sehr wettkampfstabil, da brauche ich nichts tun. Wir hatten intensive Gespräche über körperliche Fitness. Die hat er sehr verbessert und das war auch so das eins der Hauptthemen. Fitter werden, Gewichtsreduktion und das hat er hervorragend gemacht. Ich versuche mir selber so wenig Druck zu machen beim Wettkampf wie möglich. Ich weiß, was ich auf dem Trampolin kann und kann das abrufen. Also ich versuche den Druck von Fabi insofern fernzuhalten, dass ich ihm ständig erzähle, dass dort bei den Olympischen Spielen eigentlich das Gleiche verlangt wird wie im Training auch. Er muss nichts Besonderes machen. Und die Diskrepanz zwischen Training und Wettkampf, die versuchen wir zu schließen. Die Qualifikation am Ende war natürlich sehr, sehr knapp. Wir haben 5 Weltcups gehabt, über die wir uns qualifizieren konnten. War natürlich die Anspannung sehr, sehr groß. Nicht nur für mich, sondern generell für Trampolin Deutschland, dass wir jemanden dieses Jahr dabei haben. Bei den Frauen war es dann schon vor dem letzten Weltcup relativ klar, dass es nicht reichen wird. Somit war ich im Endeffekt noch als Einziger im Rennen. Da ist natürlich sehr, sehr viel mehr Druck da gewesen und Anspannung, weil man halt nicht nur in dem Moment für sich den Platz holt, sondern generell für die Sportart auch. Und das war natürlich eine Achterbahn der Gefühle. Ja, also dass ich erfahren habe, dass ich zu den Olympischen Spielen fahre, war natürlich erstmal ein unbeschreibliches Gefühl. Das war das, was ich mir immer erträumt habe als Kind. Ich habe viele Titel erreicht, Weltmeister, Europameister, aber die Olympischen Spiele haben mir natürlich noch gefehlt. Mein Synchronpartner wird auch kommen zu den Wettkämpfen, der hat gesagt, er schaut sich das an. Meine Familie wird natürlich kommen, die freuen sich unglaublich drauf. Jetzt sind wir natürlich in der direkten Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Sonst habe ich zwischen 10 und 12 Mal die Woche Training. Das ist dann das Hauptding, einfach da ein bisschen Rhythmus reinzukriegen, um vor Ort dann die bestmöglichste Leistung abzurufen. Was für mich immer noch das Wichtigste ist, man darf Respekt vor Sprüngen haben, die man lernt, aber man darf auch keine Angst haben, weil Angst hindert einen meistens daran, etwas Neues zu lernen. Wir haben eine Schwachstelle beim Fabi entdeckt und da sind wir jetzt gut seit einem halben Jahr dran und versuchen, die zu verbessern. Und das betrifft bei uns die Streckphase. Also stell dir vor, du machst einen Doppelsalto rückwärts und du musst ja irgendwann den Sprung öffnen, um wieder auf die Füße zu kommen. Und diese Endphase, dieses Strecken und Fliegen, da verschenken wir unheimlich viele Punkte im Vergleich zur Konkurrenz. Und genau da sind wir dran, seit Monaten. Und das wird auch Stück für Stück besser. Wir haben jetzt noch 2 Wochen
Und ich denke, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Ja. Also wir reisen am 25. Juli an. Wir können ab dem 26. Juli nämlich vor Ort trainieren. Deshalb werden wir einen Tag vorher schon anreisen, sodass wir dann zu den Trainingseinheiten rechtzeitig da sind und haben dann am 2. August unseren Wettkampf. Für so eine Randsportart, wie wir es eigentlich ja sind, ist das ein riesen Erlebnis. Also ich möchte natürlich so viel wie möglich da vor Ort auch erleben. Meine Ziele sind erstmal das Finale zu erreichen und im Finale ist immer alles möglich, sage ich. Und dann schauen wir mal, was noch drin ist.